Heute zeige ich euch ein selbstgemachtes Butterrezept, geht ganz einfach, ist pflanzlich, also ohne tierischen Produkte für all diejenigen, die auf Butter nicht verzichten möchten. Es geht auch vegan, ohne die Alsan-Butter, die enthält ja Palmöl und das möchte ich nicht unterstützen. Deshalb ein ganz einfaches Rezept, Butter herstellen für Kuchen, für Brote, für alles Mögliche. Ihr seht, die ist streichfähig, im Kühlschrank wird sie ein bisschen fest. Wir nehmen dazu erstmal 8 Esslöffel Mandelmehl. Diese Butter wird auf Basis von raffiniertem Kokosöl hergestellt. Warum raffiniert? Damit dieser Kokosgeschmack da rauskommt. Ich gebe jetzt erstmal in den Hochleistungsmixer 8 Esslöffel Mandelmehl, dann 1,5 Teelöffel Hefeflocken. Ganz wichtig, Leute, dann nochmal 1,5 Teelöffel Salz. Nicht gemahlene Mandel nehmen, es soll Mandelmehl sein. Dann circa 1 Teelöffel Zitrone, das pressen wir jetzt hier so direkt da rein. Dann geben wir circa 10 Esslöffel Cashewmilch dazu. Die sollte ungesüßt sein, damit die Butter nachher nicht süß schmeckt. Und 4 Esslöffel Olivenöl. Das war's vorerst. Das werden wir jetzt erstmal mixen ohne das andere Öl, sonst wird das direkt fest. So, jetzt machen wir einfach den Deckel drauf und einmal durchmixen das Ganze. Ihr seht, wie schön cremig das schon ist. Und dann geben wir unser raffiniertes Kokosöl dazu. Ich habe das hier vom Alnatura. Das habe ich vorher noch schmelzen lassen unter kleinster Hitze, dass es schön flüssig wird. Dazugeben und weiter mixen. Ich habe jetzt hier eine etwas größere Menge hergestellt, weil wir einen Kuchen backen wollten und da brauche ich natürlich ein bisschen mehr. So, ihr seht, die Butter ist fertig. Es ging jetzt ganz schnell. Die ist noch sehr, sehr cremig, aber sobald sie im Kühlschrank ist, wird sie auch fest wie die normale Butter. Das gebe ich jetzt alles hier in diese Form rein, dann ab in den Kühlschrank. Ich habe da nochmal so eine extra Glasform mit Deckel. Das können die Kinder dann direkt benutzen für ihre Brote. Und hier diese Glasform, und das kann man schön aufbewahren im Kühlschrank und benutzen. Ich bereite mir immer kleine Mengen zu, normalerweise, wie in dem Fall war es jetzt viel wegen dem Kuchen. Aber so eine kleine Menge, die hält eine Woche und dann mache ich mir wieder was Neues. Ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solcher ausgefallenen Rezepte haben wollt, selbst gemacht, es geht schnell, es schmeckt gut und ist gesund und förderlich für den Körper, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, mache ich gerne für euch. Ich wünsche jedem Einzelnen da draußen einen wundervollen Tag. Alles Liebe und bis zum nächsten Video.